Moin, ich bin's mal wieder mit einem neuen Video und meinem Erfahrungsbericht zu dem Yashin V16. Fangen wir an. So, da wären wir beim Yashin V16. Das ist ein relativ günstiger Akkustaubsauger, der von der Optik etwas an die Dyson Akkustaubsauger erinnert. Ja, und ich packe das Teil aus, schaue es mir an und probiere das Gerät aus. Und am Ende seht ihr natürlich wie immer einen Erfahrungsbericht. Noch kurz zu dem, was der Hersteller sagt. 1,8 Kilo leichtes und handliches Gerät. 3 Stufen Saugleistung bis 22.000 Pascal. 350 Watt Motorleistung. 2 große Bürsten in einer intelligenten Bodendüse. LED-Anzeige für Saugmodus und verbleibende Akkulaufzeit. 15 bis 40 Minuten lange Laufzeit. 25,2 Volt und 2500 mAh großer wechselbarer Lithium-Ionen-Akku, 70 Dezibel geräuscharmer Betrieb und kabellos und beutellos. Ja, und nach dem Öffnen haben wir eine kleine Tüte mit Dübeln und Schrauben für die Wandhalterung. Dann eine kleine Karte mit einer typischen Elektrogerätewarnung und eine Info, dass man ein Zubehörteil erhält, wenn man eine Bewertung schreibt. Dann etwas Werbung. Und die Bedienungsanleitung. Die deutsche Übersetzung der Bedienungsanleitung ist gut gemacht und die Beschreibung ist sehr ausführlich und mit vielen Grafiken versehen. So, dann haben wir hier eine kleine elektrische Polsterbürste. Die ist beweglich, gut verarbeitet und wirkt robust. Nun zur Hauptbürste und die wirkt robust und sieht so ein bisschen nach Dyson aus. Vorne sind LEDs verbaut sowie ein Helligkeitssensor. Wenn es also dunkel wird, gehen die LED-Lichter automatisch an. Das ist sehr praktisch. Und dann gibt es noch eine Art gummierte Stoßstange, auch sehr nett, um seine Möbel nicht zu beschädigen. Und angebracht ist eine sehr softe Walze, richtig flauschig das Teil und sehr sanft zu empfindlichen Böden. Dann sind noch dicke Räder angebracht, soweit gar nicht mal so schlecht das Teil. Nun sehen wir den wechselbaren Akku mit 25,2 Volt Power. Und hier am Akku ist auch das Display des Saugers angebracht. Das ist mal eine andere Lösung, aber ganz interessant gemacht. Jetzt das Netzteil mit einem ca. 1,80 Meter langen Kabel. Nun zur Wandhalterung und da kann halt der Sauger angebracht und geladen werden. Und als Besonderheit kann hier, wo der rote Gummipinöpel draufsteckt, auch der Akku alleine geladen werden. Sinnvoll zum Beispiel mit einem zweiten Akku, während man saugt oder wenn man den Yashin V16 gerade reinigt. Und hier sehen wir noch eine weitere Walze für die Hauptbürste mit starren Borsten für die Aufnahme von Haaren und so weiter. Nun das Verlängerungsrohr und das wirkt auch sehr robust, besteht aus einem eloxierten Alu und Kunststoff. An fast allen Gerätschaften haben wir auch diese großen roten Tasten zum Anbringen bzw. Arretieren. Und hier haben wir einen verlängerbaren Aufsatz mit Borsten, dann so einen typischen Aufsatz, um in enge Stellen zu kommen, im Sofa, Auto und so weiter und so fort. Und nun zum Yashin V16 selbst. Das Teil wirkt sehr massiv und robust. Oben ist ein roter Taster zum Einschalten und für die Saugkraftjustierung. Ja, und am Griff gibt es keine Taste, das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber dafür muss man während des Saugens keine Taste gedrückt halten, wie zum Beispiel bei einem Dyson, was mich doch ein bisschen genervt hat damals. Und seitlich sind diese zwei roten Tasten zum Entfernen des Staubauffangbehälters und der Behälter geht auch einfach ab und wieder ran. Der rote Hebel öffnet vorne die Klappe zum Entleeren des Behälters und hinten am glänzenden Teil kommt der Akku ran. Und dann mal das Gerät eingeschaltet, man sieht auf dem Display 3 Balken für die mittlere Saugstärke und rechts oben die Akkuanzeige. Der Akku muss also erstmal geladen werden. Ja, und die Plus-Minus-Taste wechselt dann zwischen Minimum, Medium und Max Saugstärke. Ja, nun wird alles mal ausprobiert. Und ich fahre hier nun mit der Borstenwalze im mittleren Saugmodus los. Nun wechsle ich auf den höchsten Modus und jetzt auf den niedrigsten Saugmodus. Und was mir sofort aufgefallen ist, ist im Gegensatz zu den Rowenta Air Force und X-Force Geräten, die ich vor einiger Zeit getestet habe, die Borstenwalze verheddert sich nicht in dem langflorigen Teppich. Das war bei den eben genannten Geräten schon der Fall. Und das ist schon mal sehr gut für den Yashin V16. Nun probiere ich die kleine elektrische Polsterbürste aus. Eigentlich ist sie nicht für solche großen Flächen gedacht, aber egal. Und auch hier kann ich ohne Probleme den Langflorteppich absaugen. Nun probiere ich sie noch da aus, wo sie eventuell mehr Sinn macht.
in engen Stellen. Und jetzt sauge ich noch ein Kissen ab. Ich mache aber nur eine ziehende Bewegung, da sich die Walze sonst in dem Stoff verfängt. Ja, und das geht soweit auch ganz gut. Nun mal den Langaufsatz ausprobiert, der für Ritzen und enge Stellen und so weiter sicherlich gut geeignet ist. Und das geht auch wunderbar. Und nun diese ausziehbare Bürste ausprobiert und die ist auch ganz praktisch, wenn man kurz was wegsaugen, Brotkrümel und so weiter. Und nun mal mit dem Verlängerungsrohr und dem Aufsatz an den Wänden in den Ecken, zum Beispiel Spinnennetze und so weiter, weggesaugt. Ja, und das Gewicht ist soweit vollkommen okay, um auch mal längere Zeit über Kopf abzusaugen. Nun seht ihr noch, wie man die Walze wechselt, einmal umgedreht, den seitlichen Schiebeknopf gezogen und da ploppt die Walze schon heraus, dann die neue Walze genauso reingesteckt. Fertig. Das ist extrem einfach und praktisch gelöst und habe ich in dieser Form bei den Markenherstellern so noch nicht gesehen. Gerade wenn die Walzen regelmäßig gewechselt werden müssen, ist es sehr praktisch. Ja, und dann mal alles angebracht und mit der soften Walze wird jetzt ein etwas empfindlicherer Boden abgesaugt. Ja, und das passt soweit. Dann hier mal an einer elektrischen Polsterbürste auch mal die Walze herausgenommen. Hier gibt es nicht dasselbe System wie bei der großen, sondern man benötigt eine Münze oder so, um die Verriegelung zu öffnen. Dann die Walze herausgenommen und die hat zum einfacheren Entfernen von umwickelten Haaren Rillen, um mit einem Messer entlang zu schneiden. Das hat die große Borstenwalze nicht. Nur nochmal in Nahaufnahme zur Bedienung, einmal eingeschaltet und dann mit dem anderen Knopf die Saugmodi durchgeschaltet. Sehr einfach. Ja, und wenn der Luftfilter voll ist, dann würde man noch dieses Warnzeichen sehen. Und mehr gibt es am Display nicht zu sehen. Und nun hört ihr noch die Lautstärke der verschiedenen Saugmodi. Ja, und so ein Akkusauger macht halt Krach. Jetzt seht ihr noch, wie man den Akkusauger an die Wandhalterung anbringt. Und ich zeige es euch nur so, da ich eine Wandhalterung nicht nutze und somit auch nicht an die Wand anbringe. Ja, und jetzt seht ihr noch, wie man den Akku ohne den Sauger an der Ladestation laden kann. Rote Schutzkappe abgenommen und den Akku angesteckt. Fertig. Ja, und dann noch eine Demonstration der LEDs mit Helligkeitssensor. Die LEDs gehen automatisch an, sobald ich im dunklen Bereich absauge und gehen dementsprechend auch wieder aus, wenn ich im hellen Bereich bin. Sehr praktisch und akkuschonend. Bei den Rowenta Akkusaugern, die ich mal getestet hatte, leuchteten die LEDs immer und beim Dyson V11 wiederum gab es gar keine LEDs. Und die Lösung von Yashin finde ich am besten. Und hier dann noch, wie hell das Licht ist. Schön hell. Ja, mit der elektrischen Bürste und den Aufsätzen kann man natürlich auch gut im Auto saugen, das passt soweit. Ja, und soweit macht das Gerät sowie die Zubehörteile einen sehr guten ersten Eindruck. Alles ist haptisch nett anzufassen, besteht aus einem gut verarbeiteten Kunststoff und wirkt robust. Vom Design sieht man, wie schon anfangs gesagt, Ähnlichkeiten zu Dyson Akkusaugern und wie das Gerät so von der Saugkraft, der Akkuleistung und noch einige mehr ist, seht ihr jetzt im weiteren Verlauf des Videos im Erfahrungsbericht. Ja, und ich benutze den Yashin V16 nun einige Wochen und bin für einen Preis von ca. 180 Euro mehr als beeindruckt. Und es handelt sich bei Yashin um einen eher kleinen und nicht so bekannten Hersteller, aber dafür hat er sehr viel richtig und teilweise sogar besser als die Konkurrenz gemacht. Aber der Reihe nach. Zunächst einmal ist das Gerät sehr gut gebaut und schön robust. Hier kann ich also nicht meckern. Außerdem hat das Teil ordentlich Power. Und ich habe auf verschiedenen Böden abgesaugt. Glatte Böden wie Fliesen und so weiter machen dabei natürlich im Grunde gar keine Probleme. Was mich jedoch sehr beeindruckt hat, ist die Tatsache, dass der Sauger auf der höchsten Stufe den Dreck auch aus langflorigen Teppichen komplett aufsaugen kann. Bei den Akkusaugern, die ich bisher getestet habe, habe ich nicht immer alles aus den dicken Teppichen herausbekommen und musste dann doch noch mit einem normalen Staubsauger nachhelfen. Hier beim Yashin war das nicht erforderlich. Also eine wirklich gute Leistung.
Ach, und um größere Gegenstände, wie zum Beispiel Brotkrumen und so weiter einzusaugen, kann man die vordere Stoßstange nach oben klappen. Das ist ganz praktisch. Gut finde ich auch, dass man beim Saugen nicht die ganze Zeit einen Knopf gedrückt halten muss. Gewöhnungsbedürftig bleibt allerdings, dass man zum Einschalten des Geräts immer eine zweite Hand braucht. Und da wäre praktischer, wenn man zumindest die Power-Taste am Griff platziert hätte. Naja, daran gewöhnt man sich vielleicht doch nach einiger Zeit. Ja, und das Display ist informativ, gut abzulesen und ohne unnötige Spielerei. Das passt soweit. Dann zum Akku. Und hier hängt es natürlich komplett davon ab, welchen Saugmodus man nutzt und welcher Boden abgesaugt wird. Fliesen haben nämlich weniger Widerstand als langflorige Teppiche für den Walzenmotor. Ja, und auf der höchsten Stufe habe ich im Alltag so ungefähr 10 Minuten geschafft und auf der kleinsten Stufe dann so circa 30 bis 35 Minuten. Ja, und der meines Erachtens nach sinnvollste mittlere Modus, der nach dem Einschalten auch praktischerweise immer automatisch voreingestellt ist, hat ca. 20 bis 25 Minuten durchgehalten, bis der Akku leer war. Ja, und die Akkuleistung ist also im Grunde ganz normaler guter Standard und von der Leistung her vollkommen in Ordnung. Ja, und das Aufladen des Akkus dauert dann eine ganze Weile. Und wenn man dann noch einen Ersatzakku hat, der, wie ich ja schon sagte, in der Wandhalterung geladen werden kann, dann könnte man mit einem vollen Ersatzakku sofort weitermachen. Ja, und das Gewicht des Saugers mit ca. 2,5 Kilo ist auch vollkommen okay und Mann oder Frau kann also auch längere Zeit über Kopf gut arbeiten. Ja, und das Entleeren des Saugers ist auch sehr einfach gemacht, indem man einfach den roten Knopf drückt und dann weg mit dem Dreck. Ja, und falls sich im mittleren Bereich Schmutz sammelt, der nicht rausfällt, dann einfach mit den roten Tasten den Behälter entfernen und dann hat man einen kleinen Bügel, mit dem man dann diese Einheit entfernt. Dann den Behälter komplett entleeren, alles wieder zusammenstecken und fertig. Ach ja, und an den HEPA-Filter kommt man auch einfach ran, um ihn zu reinigen. Auch mit dem ganzen praktischen Zubehör kann man auch überall gut absaugen. Das ist natürlich bei anderen Akkusaugern auch meistens dabei, aber trotzdem erwähnenswert. Und die automatische LED-Beleuchtung hatte ich ja auch schon gezeigt und finde ich sehr, sehr praktisch und vollkommen ausreichend von der Helligkeit. Ach, und dass man den Akkusauger entweder an der Wandhalterung laden kann, den Akku an der Wandhalterung oder nur am Akkusauger laden kann, finde ich ganz gut und gibt es in dieser vielfältigen Form auch nicht so häufig. Ja, und dann zu den Nachteilen des Geräts. Und es gibt doch einen Patzer bei dem echt gut gemachten und durchdachten Yashin V16. Das Teil hat im Inneren scheinbar keine Klappe, die den Schmutz im Schmutzbehälter hält. Wenn ich über Kopf arbeite, kann es sein, dass teilweise Schmutz wieder herausfällt. Ja, und ich übertreibe hier ein bisschen mit dem Schütteln, aber ich zeige es euch mal. Ja, und wenn man das weiß, kann man natürlich darauf achten, aber das ist ein Fehler, der eigentlich nicht sein müsste. Schade. Ja, und dann gibt es hier noch eine Kleinigkeit. Einige Akkusauger, wie zum Beispiel den neueren Rowenta oder der hier von Pluscanic, kann man hinstellen, ohne dass sie umfallen. Und das kann der Yashin leider nicht. Er steht dafür angelehnt, zwar sehr sicher, aber trotzdem nervt es ein bisschen. Ja, aber im Großen und Ganzen ist der Yashin V16 für ca. 180 Euro oder im Angebot für teilweise sogar 140 Euro ein echt rundes Gerät. Das Teil ist robust und hat richtig Power. Eine gute Akkuleistung mit wechselbarem Akku. Die Bedienung ist auch sehr einfach. Es gibt viel Zubehör und der Preis, der ist richtig gut. Einzig die beiden aufgezählten Nachteile sind leichte Dämpfer. Ja, und ich finde abschließend, dass hier das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt und kann das Teil ohne Probleme empfehlen. Ja, und falls ihr das Video irgendwie interessant findet oder irgendwas damit anfangen könnt, dann würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und ein Abo. Kommentieren und teilen wäre auch nett. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zusehen und sage Tschüss!